jetzt eine weitere Station auf dem Weg. Innovation, Aufbruch. Aufbruch und Innovation braucht auch Bewegung. Wir werden gleich sehen, wie viele Menschen sich noch hierher bewegen zu den Talks ins Büro. Ich weiß jetzt auch, dass man uns draußen hört und sieht. Das heißt, beides fast so gut, wie wir einander hier sehen. Ich freue mich über diese hochkarätig besetzte Runde zu den Talks. Wir werden das Büro, diesen Büroraum zum ersten Mal, glaube ich, wirklich neu besprechen. Ein Besprechungsraum der anderen Art wird das sein. Mit Themen, mit neuen Sichtweisen. Interdisziplinarität ist ein Thema. Und darf die Runde kurz vorstellen. Ich fange bei der Dame an. Da muss ich mich ja zurücklehnen, hat es geheißen, sonst sieht man sie nicht. Julia Rabinovic, in Wien lebende Autorin, Dramatikerin und Malerin und verbindend mit der Angewandten ist das, dass sie Philosophie und Malerei auf der Angewandten studiert haben. Dann laut eigenen Angaben geboren in Petersburg, entwurzelt und umgetopft nach Wien. Ich habe dieses Bild sehr interessant gefunden und möglicherweise war das auch ein Impuls für die Literatur, für die Art der Arbeit, auf jeden Fall einige Preise, unter anderem der erste Preis Edition Exil, Schreiben zwischen den Kulturen, Rauriser Literaturpreis, viele Einladungen zu internationalen Literaturfestivals und auch unter anderem eine Übersetzerin bei psychotherapeutischen Settings von Flüchtlingen. Ist das richtig, ja? Nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe aufgehört damit schon vor 3 Jahren. Aber hat das lange Zeit vorher gemacht. Und okay, also lange Zeit gemacht und nicht mehr. Und ein Mikrofon, Dankeschön. Dann gehe ich gleich weiter, oder? Es funktioniert schon, nur ist noch nicht eingeschaltet. Ja, ich gebe ja. Dieses Das Mikrofon geht weiter an den Hausherrn und Gastgeber. An Rektor Gerald Bast und auch da darf ich mal anschließen, dass ich versuche mich vorzubereiten mit der Brille der Interdisziplinarität und die ist bei Ihnen ja auch vom Studium weg schon Rechtswissenschaft und Handelswissenschaften. Mit Aufbruch haben Sie sich beschäftigt, indem Sie bei der Universitätsreform mitgearbeitet haben. Bitte? An vielen Reformen, also ein Aufbruchsspezialist. Ja, so viele Universitätsreformen schon in Österreich. Schön. Seit 2000 Rektor der Universität für angewandte Kunst, seit 2008 auch Sprecher der Rektoren der Kunstuniversitäten, Chefherausgeber der Zeitschrift ARIS, Art, Research, Innovation and Society und seit 2013 auch Kuratoriumsmitglied für im Forum Altbach. Schön, dass Sie da sind. Dann gehen wir gleich die Runde weiter. Wir kommen jetzt zur Biologie. Und zwar freue ich mich, dass Professor Josef Penninger hier ist, wissenschaftlicher Direktor des Institute for Molecular Biotechnology, einer der Partner des AIL. Und an der Stelle nochmal kurz zurück zu Ihnen, Herr Bast. Wer sind denn die anderen Partner des AIL? Es sind ja einige Partner, die das möglich gemacht haben. Es gibt einige Partner. Zwei Partner sitzen hier. Das EMBA und die Wirtschaftskammer Wien. Es ist noch das CEM, ein weiteres Institut der Akademie der Wissenschaften und die Ars Electronica. Gerfried Stocker ist auch hier. Also mit diesen Partnern werden wir gemeinsam auch hier Programm machen, Aktivitäten vorstellen, versuchen den Spirit der in der Theorie diesem Ort zugrunde liegt, auch mit Leben zu erfüllen. In die Umsetzung zu bringen, gut. Nun wieder zurück zur Vorstellung zu Ihnen. Was ich faszinierend gefunden habe, ist Gurten in Oberösterreich, dann Ontario, Toronto und Wien. Bitte? Stimmt das alles? Ja, habe ich recht? Ich kann doch sinnerfassend lesen, das ist schön. Und ein interdisziplinärer Ansatz mit einem Kunstgeschichte- und Spanischstudium. Das ist auch noch dabei. Und neben dem Medizinstudium dann zahlreiche Auszeichnungen. Das ist sehr lang, das würde den ganzen Talk sprengen. Und Nominierung unter den Top 10 Wissenschaftlern. Ja, Professor Josef Penninger, ich gehe dann gleich weiter. Biophysik, etwas, das uns verbindet. Herr Professor Sleiter. Und näher gehe ich nicht drauf ein, das ist mein Briefing. Es verbindet uns einfach und Sie haben nicht nur Ehrenprofessuren in China, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften, sondern Sie sind auch von der Interdisziplinarität her mit der Kunst verbunden, indem Sie Masken neu interpretieren und ich erinnere mich an, dass Sie
verwenden die Kunst, um dort weiterzumachen, wo die Wissenschaft aufhört. Das ist so richtig verstanden. Stimmt, ja. Ja? Ich kann auch zuhören, schön. Und dann freue ich mich auf einen Vertreter eines weiteren Partners, des AEL, der Wirtschaftskammer Wien, Spaten-Obmann, Industrie, Herr Stefan Ehrlich-Adam, auch Geschäftsführer der EFA. Interdisziplinär ebenso, Sie sind an vielen verschiedenen Orten aufgewachsen, Senegal, Mexiko, Österreich, das ist richtig, ja. Sind auch im Zuge der UNO-Tätigkeiten, waren Sie auch sehr viel im Ausland, habe ich mitbekommen, ist auch richtig. Und dann hat sich auch noch einiges, Mitglied im Ausschuss im Finanz- und Exekutivkomitee, nicht Kommando, des Fachverbandes der Maschinen- und Metallwarenindustrie. Ja, schön, dass Sie alle da sind und nun geht's los. Also das Prinzip der Freiwilligkeit habe ich mir überlegt für diesen Talk, weil das ist immer dort, wo das Interesse auch ist. Das heißt, ich habe mir erlaubt, so ein paar Fragen mitzubringen, die ich in die Runde werf, und ich lade Sie ein, einfach jeder, der sagt, da hätte ich jetzt einen Impuls dazu, den uns zur Verfügung zu stellen. Und die erste Frage wäre, angewandte Innovation Lab, Innovation, was ist Innovation? Ist es ein Begriff, der immer wieder gebraucht wird, oder was ist Innovation für Sie persönlich in Ihrem Bereich oder allgemein, woran würden Sie erkennen, dass da gerade was Innovatives passiert? Definitionen gibt es dafür, glaube ich, wie Sand am Meer, würde ich sagen. Genau. Es geht aus meiner Sicht darum, etwas Neues in die Gesellschaft zu bringen, auf die Welt zu setzen, und das kann unterschiedliche Gesichter haben, von einer Produktinnovation über Prozessinnovation, Dienstleistungsinnovation, Innovation, einfach etwas Neues zu machen, das es in der Art und Weise noch nicht gegeben hat und mit dem man sich gegenüber anderen, was immer das jetzt heißt, abhebt. Und wenn ich Sie als Vertreter der Sparte der Industrie fragen darf, was braucht es? Was braucht es für Innovationen? Viel Kreativität einerseits. Das Wichtigste für uns sozusagen aus der Wirtschaft ist, dass am Ende des Tages wir Forschung und Entwicklung nicht nur um des Forschens tun. Da ist man, glaube ich, in der Medizin ein bisschen auch, also mehr in diese Richtung unterwegs, sondern wir wollen am Ende des Tages Produkte, neue Technologien oder einfach neue Prozesse in den Unternehmen umsetzen, um am Ende des Tages auch eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften, die dann wiederum den Wirtschaftskreislauf belebt, Arbeitsplätze sichert und, und. Gut, danke. Herr Sleiter. Also, ich finde das einer der faszinierendsten Fragen, was Innovation ist. Und ich bezeichne es immer mit den 4C. Mit den 4C. Das eine ist, also im Englischen, das eine ist die Curiosity. Wenn man wirklich die Fakten anschaut, wo Innovation herkommt, dann ist es diese Neugierde. In Englisch würde man sagen childlike behavior, dieses völlig offene Sein. Und das ist übrigens unabhängig von der morphologischen Ausstattung des entsprechenden. Das geht also ein bisschen ins hohe Alter. Das zweite. Also eine Haltung, eine im positiven, naive Haltung. Dass man auch vielleicht Dinge zweimal erfinden kann, ohne dass man durch die Fehler beim ersten Mal so gehemmt ist, dass das Filter, durch das das durchläuft, das zurückhält. Das findet man bei Kindern und das findet man bei Künstlern. Und das ist das Faszinierende an diesem Menschen. Und das zweite ist, neben der Curiosity, das ist die Creativity. Neue Ideen zu finden, und ich glaube, das ist etwas, das man auch nicht lernen kann. Das ist einem mitgegeben, das ist so wie musikalisch oder Begabung in Mathematik. Ich zweifle daran, dass man Creativity, man kann es wahrscheinlich in einem gewissen Maße fördern, aber das ist eine Art Grundbegabung, die für die Innovation notwendig ist. Und das dritte ist dann, da kommen wir vielleicht später darauf zu, Communication, und das vierte wäre dann Cooperation. Also die Communication ist, dass man heute, das ist in der Wissenschaft sehr stark übergreifend, methodisch übergreifend mit anderen zusammenarbeitet, und ja, das andere ist, also das wären die 4C. Das wäre übrigens 4C. Das wäre zum Beispiel, man könnte einen Raum den 4C-Raum nennen. Wenn man da reingeht, muss man diese Eigenschaften haben. Ja? Kann man durchwechseln oder die Räume besetzen, die unterschiedlichen. Und zur Kooperation fällt mir ein, dass man ja weiß, dass die Innovation an den Rändern
oft stattfindet, wo sich bestimmte Dinge überschneiden und berühren. Ja. Herr Penninger. Ja. Also ich denke nicht wirklich über Innovation nach, wir machen Innovation. Das ist doch schön. Und ich glaube, was es braucht, ist ein Spielplatz, wo man wirklich kluge Köpfe reinlässt und sie spielen lässt, ihnen Technologien gibt, damit sie spielen können. Und ich hoffe, dass das hier ein Spielplatz wird, eher ein intellektueller Spielplatz. Und warum ich das sage, dass wir Innovation schaffen, mein Co-Direktor Jürgen Knoblich zum Beispiel hat die ersten menschlichen Gehirne gezogen. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß hier. Aus einer Stammzelle können wir jetzt ein Hirn machen. Also Utopia, ihr seid die Statthalter für Utopia, wir machen Utopia, gerade jetzt. Wir haben letztes Jahr ein Paradigma der Biologie gebrochen. Also wir können kleine Babymäuse machen, die nie ihren Vater gesehen haben. Also Immaculate Conception ist möglich. Ich habe mich vor kurzem mit diesem Russen unterhalten, der in Portland die ersten menschlichen Klone gezogen hat. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich für die Zukunft, aber eine Idee ist, dass man jetzt Kinder macht mit drei Eltern. Also dem Vater, der Mutter und noch jemand, der Mitochondrien hergibt. Also, und das sind natürlich Dinge, die wahrscheinlich unsere Welt fundamental ändern. Und ich glaube, deswegen sind wir auch hier dabei, weil ich glaube, wir brauchen einen Dialog. Was heißt das überhaupt, dass man menschliches Gehirn ein halbes Jahr in Zellkultur zieht, wenn man ein Kind mit drei Eltern hat? Was ist das überhaupt? Was heißt das für unsere Zukunft? Wenn man Kinder machen kann, die keinen Vater mehr brauchen, wie organisieren wir unsere Gesellschaften in der Zukunft? Also ich glaube, Innovation braucht einen Spielplatz, kluge Leute und die Leute muss man Geld geben, die muss man in Freiheit geben, und zwar finanzielle, intellektuelle und ich würde sagen spirituelle Freiheit, dass sie wirklich völlig verrückte Dinge tun. Und am Ende braucht Innovation diese Anarchie der Kinder, dass sie einem nicht glauben, dass man immer das Wort warum fragt, weil ich glaube, dass dieses kleine Wort hat die größte Sprengkraft überhaupt in der Welt. Dass man nicht glaubt, was einem vorgesetzt wird. Und deswegen glaube ich an wissenschaftliche Gesellschaften, dass Wissenschaft wichtig ist für uns generell. Weil wenn man allen Leuten sagt, warum tut sie das überhaupt, und wir auch erwarten, dass sie uns Antworten geben, ich glaube, dann haben wir Gesellschaft, die es wert ist, dass man darin lebt. Hätte ich es richtig verstanden, als Einladung zum Experimentieren wieder im Sinn von mit ungewissem Ausgang? Ja, ich meine, das ist natürlich, das ist ja genau die Wissenschaft. Ich meine, Wissenschaft für mich ist eine der romantischen Tätigkeiten überhaupt. Das ist wie Dante und seine Beatrice, die in die Hölle geht. Also wir wissen nicht, was rauskommt. Man braucht den Mut, man braucht die Courage, dass man die reintraut, weil man sieht nicht, was da drinnen ist. Und manchmal sieht man das kleine Licht am Ende und kreiert aus dem Unwissen etwas, das Bestand hat. Und also Wissenschaft ist etwas, das schafft. Und deswegen glaube ich, ist wirkliche Wissenschaft der Kunst sehr nahe. Wenn wir dann was wissenschaftlich erklären, dann geht es ins Museum. Also wir sind keine Museumswärter, sondern wir sind die guten Wissenschaftler, sind Künstler, die sich trauen, in den Nebel zu gehen. Also die Neugier als Kern, als Verbindendes, als Achse, an der sich das drehen kann, die unterschiedlichen Disziplinen möglicherweise. Ja. Also Wissen ist museal, Wissenschaft ist romantisch. Da zeigt sich schon sehr gut, wie dieses Spannungsverhältnis zwischen den Disziplinen und ein mögliches Klima, das hier entstehen soll. Also wenn du sagst, wo ich dir recht gebe, früher hat die Kunst behauptet, oder Kunsttheoretiker, die Kunst ist die Statthalterin der Utopie und ihr, die Biologen, Gentechniker, ihr macht jetzt die Utopien, dann ist das richtig. Da muss man aber fragen, was heißt das für die Kunst, was heißt das für die Welt? Und die Kunst war immer auch eine Instanz, Wirklichkeit und sogenannte Wahrheit zu relativieren. Also der Adorno hat einmal geschrieben, Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.
Also so, was ja auch in der Wissenschaft manchmal durchschimmert, dass das, was wir oft als Wahrheit oder manchmal als Wahrheit auf den Tisch knallen, vielleicht mehrere Böden oder Abgründe hat. Also auch das kann der Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst bieten. Und ich bin überzeugt davon, dass beide Pole, und dann kommen noch andere dazu, sich gegenseitig brauchen, bedingen, um Innovation zu schaffen, das Neue. Und ich merke immer mehr die Sehnsucht sowohl der Wissenschaftler, insbesondere der wirklich großen, innovativen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, nach dem System der Künste und umgekehrt auch der Künstlerinnen nach den Denkprozessen und Potenzialen, die in der Wissenschaft liegen. Und Wissenschaft ist für mich, Innovation ist für mich, und das ist auch ein ganz wichtiges Element, nicht etwas, was entsteht, weil es notwendig ist, weil wir eine effizientere, eine durchdachtere Welt brauchen, sondern Innovation entsteht aus dieser luxuriösen Experimentierfreude. Und der Luxus in diesem Sinn ist sowohl etwas, was große, bahnbrechende Wissenschaft auszeichnet, als auch die Künste. Ich höre schon auf. Ich wollte aber nicht unterbrechen auf diese Art und Weise, damit ich auch noch was sagen kann. Aber es ist jetzt schon so viel gesagt, dass ich jetzt wirklich an den Haaren herbeiziehen müsste. Was mir jetzt zusammenfassend dazu noch einfällt, ist einfach mein fixer Glaube daran, dass Kreativität nicht Gott gegeben ist, sondern dass man sie trainieren muss, das glaube ich schon, und man sie nicht vernachlässigen darf. Und man darf auch nicht zweifeln an ihr. Das heißt, es sind sehr viele Hürden zu schaffen innerhalb eines kreativen Prozesses. Andererseits glaube ich, dass mehr oder minder jedes Kind kreativ ist und das auf dem Weg verliert. Und das bedeutet für mich wiederum, dass auf dem Weg etwas passiert, das die natürliche Kreativität des Menschen wieder austreibt. Und diesen Prozess genauer nachzuvollziehen, wäre mir sehr wichtig. Es geht viel verloren von dem, was ursprünglich vorhanden ist. Und ich würde sagen, es ist ein Kapital, um dieses Pfui-Wort jetzt in den Mund zu nehmen, es ist ein Kapital eines jeden Menschen, den man möglichst... Man könnte Potenzial sagen, vielleicht klingt das besser für Sie? Nein, weil Potenzial Kapital heißt ja, dass eine Ressource nicht da ist. Aber eine Ressource. Aber für mich ist es so, dass es in jedem Kind, das ich bis jetzt getroffen habe, da war. Auch in jedem Erwachsenen. Und in jedem Erwachsenen habe ich es eben nicht mehr wiedergefunden. Als Potenzial ist es da. Und als Sehnsucht auf alle Fälle. Als Sehnsucht jedenfalls. Und ich denke mir, dass Kreativität einfach eine dieser Ausformungen des spielerischen Erfassens ist. Und das ist im Endeffekt das, was den Menschen ausmacht, mehr als alles andere. Dieses Bedürfnis nach Erkenntnis, und man findet sie nicht im Auswendiglernen und man findet sie auch nicht in Museen. Das ist ein Weg, den jeder persönlich für sich gehen muss. Und wenn man dabei Schützenhilfe bekommt oder Austausch oder eine Möglichkeit, eine Spiegelung zu erfahren, auch in einer anderen Disziplin natürlich, ist das sehr viel wert für den eigenen Prozess und für den Prozess des Gegenübers. Insofern setze ich große Hoffnungen an diesen Platz. Ich glaube, dass es nötig und wichtig ist. Möglicherweise liegt ein Hinweis drin in dieser Curiosity, in dieser Neugier am anderen auch. Ja? Und ich glaube, dass eine Grundlage der Kreativität schon diese Neugier ist, dieser unverbrauchte Blick, das absichtslose Vorgehen. Das ist auch das, das es braucht für Innovation. Und da würde ich jetzt ganz gern Sie als Vertreter, sage ich mal, aus der Industrie ansprechen, wo Innovation gemanagt wird, wo es Prozesse gibt, wo man am Ende hofft, dass irgendwas Innovatives rauskommt, als Spannungsfeld zu dem, wo ich selber auch als Künstlerin, also ich bewege mich ja in beiden Welten, in der Unternehmenswelt und als Künstlerin auch, und wenn ich mit meiner Energie als Projektmanagerin an ein künstlerisches Projekt rangehe, werde ich enttäuscht werden, wenn ich rauskomme oder was anderes rauskommen, als mit dem Wissen um den kreativen Prozess, der halt so sich irgendwie entwickelt,
da sehe ich ein Spannungsfeld drin in den Herangehensweisen, einen gemanagten Innovationsprozess oder dem, was ich bis jetzt verstanden habe, was hier sein soll. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, Kreativität ist sicher das wichtigste Element, das wir benötigen. Es muss einen Freiraum geben, Curiosity oder wie man das nennen will, wo man einfach neue Sachen frei ausprobieren kann. Bis zu einem gewissen Grad lasse ich das auch zu im Unternehmen, aber irgendwo sind dann auch die Grenzen gesetzt, weil wir am Ende des Tages eben Geld verdienen müssen. Ich glaube aber, dass der Innovationsprozess durchaus gelernt werden kann, durchaus prozessual eben aufgesetzt werden kann in Unternehmen. Nur ist das ein sehr komplizierter Weg, wenn man es wirklich professionell machen will. Man redet viel leichter von einer Innovation, als dass man einen durchgehenden Innovationsprozess im Unternehmen wirklich festmacht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir als Unternehmen haben, dass wir diese Prozesse auch wirklich so sauber hinbekommen, dass wir alle paar Jahre eben eine zündende Idee haben, die wir dann zu einem Produkt, zu einer Technologie oder zu einem Prozess hin innovativ bringen können. Meine Frage in die Runde, ist es für Sie ein Widerspruch, ein gemanagter Innovationsprozess zu dem, einen Raum zu öffnen, wo Begegnung sein kann, wo ein absichtsloses Ermöglichen ist? Das ist ja das Schwierige, woran man auch, wenn man sensibel wäre, verzweifeln könnte, dass dieser Innovationsbegriff so viele Dimensionen hat. Die wirtschaftliche Dimension, die wissenschaftliche in mehreren Ebenen, die künstlerische Innovation, aber auch die gesellschaftliche. Also auch Demokratie ist eine Innovation für unsere Gesellschaft. Das Museum ist eine Innovation für unsere Gesellschaft. Auch die Tatsache, dass jemand, wenn man zurückgeht in den Ursprung der Kunstgeschichte, dass jemand auf die Idee gekommen ist, der oder die in einer Felshöhle gewohnt hat, da einen Stein zu nehmen und was drauf zu ritzen. Das war die erste großartige Innovation, die nicht nur eine künstlerische war, sondern eine soziale Innovation. Weil das wurde nicht nur gemacht, weil es schön ist, sondern das hat auch eine Funktion in der Gesellschaft gehabt. Darum hat, habe ich heute schon zitiert, der Wilson gesagt, Kunst und die Beteiligung an Kunst, die Rezeption von Kunst, war ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ist es immer noch, für die Weiterentwicklung der evolutionäre der Menschen, der Zivilisation, was wir so nennen. Also da gibt es so viele Aspekte von reinen wirtschaftlichen und neuen wissenschaftlichen Innovationen, die dann zu wirtschaftlich verwertbaren Erfindungen hinführen. Aber auch da ist es nicht so einfach. Also dieses, verwendet man mal das Beispiel, dieses wunderbare Ding, viele von uns haben es in der Tasche oder am Tisch und jederzeit griffbereit. Das ist natürlich nicht deshalb so halb und so angesehen, weil es das technisch hochstehendste am Markt ist. Da gibt es wahrscheinlich viel technisch ausgeklügelte und bessere. Aber es hat eine Aura, es hat viel zu tun mit Kunst, mit Design, mit Psychologie, mit Philosophie. Und nur in diesem Zusammenschluss von unterschiedlichen Dimensionen kann sowas herauskommen, dass diese Wirkung hat, die rein technisch gar nicht erklärbar ist. Herr Sleiter. Jetzt juckt es mich. Ich möchte eine Stufe noch einmal zurückgehen. Was mich fasziniert hat, wie ich kontaktiert wurde, ist, dass Wissenschaft und Kunst irgendwo hier näher rücken kann, sich überlappt. Wie wird das auch immer dann formulieren? Ich glaube, aus der eigenen Erfahrung, und ich wollte eigentlich immer in die Kunst gehen, nur wurde ich dann so motiviert, eher mich der Wissenschaft zuzuwenden, wobei ich das Glück hatte, ein Gebiet zu finden, wo sehr viel Morphologie vorkommt, wo es einfach wirklich schön ist. Und das hat mich dann sehr beschäftigt, was ist in unserem Hirn, sind diese Zentren so anders, wenn ich Kunst schön finde und wenn ich Wissenschaft schön finde.
Und für mich ist dann im Zuge der Laufbahn eines ganz klar geworden. In der Wissenschaft bewegen wir uns im Rahmen der Reproduzierbarkeit. Wir sind auf einem dreidimensionalen Spinnnetz oder mehrdimensional, wenn man sich das vorstellen kann. Und von einem Punkt zum anderen muss ich ein Experiment machen oder ich muss irgendwelche Daten erheben oder ich muss irgendwelche, auch in der Geschichte, irgendwelche Fakten studieren. Und es wird einem sofort bewusst auf diesem Weg, dass da eine Menge von Zwischenräumen bleiben. In der Kunst kann ich diese Zwischenräume füllen, ohne der Rechtfertigung nach der Falsifikation. Ich fülle etwas, was in unserer Sehnsucht liegt, was Teil der kreativen Gedankenwelt ist. Und gerade wo sich die beiden überschneiden, zum Beispiel ein Beispiel, ich beschäftige mich intensiv mit der synthetischen Biologie und die geht automatisch in die Richtung der Frage, wie kann die Evolution weitergehen, wie kann ich die Evolution beeinflussen. Wir haben so viele Informationen über wie Evolution bisher gelaufen ist aufgrund der Fossilien, molekularbiologisch, also wir wissen ziemlich sicher, wie es von der ersten Protozelle oder bis zu uns grob gegangen ist. All dieses Wissen, von dem wir selbst so beeindruckt sind, erlaubt uns nicht mal ansatzweise, die nächste Stufe zu denken. Was ist nach uns? Noch dazu, wo wir jetzt wissenschaftlich zum ersten Mal in der Lage sind, an uns selbst zu manipulieren. Also praktisch, das ist in Hand mit durchzuführen. Da beginnt eigentlich die Kunst. Ja, ich habe absolut kein Experiment in dieser Richtung. Ich habe keine Möglichkeit, da irgendwo seriös weiterzudenken. Und dort beginnt der Bereich, wo ich sage, künstlerisch kann ich mich austoben. Es wird mich nie jemand zur Rechenschaft stellen, dass das nicht stimmt. Manche werden sagen, also, um Gottes Willen, so kann das ausschauen. Aber und das möchte ich irgendwie betonen, die Kunst gibt uns in unserer Kultur oder uns in einem Menschsein unglaubliche Freiräume. In der Wissenschaft sind wir nichts anderes als Spinnen, die auf diesem Netz wandern. Das verengt sich immer mehr und mehr, aber wir werden die Räume mit unserem Intellekt nie so füllen, dass ich sage, ich verstehe alles. Die Kunst gibt uns den Freiraum und das ist, glaube ich... Also Kunst und Wissenschaft als Spannungsfeld. Ja, und nicht kontroversiell, sondern ja, ganz wichtig für uns als Ergänzung. Ja. Als andere Art, die Dinge zu tun. Der Herr Penninger. Vielleicht darf ich zu der Frage wieder zurückgehen über Wirtschaft. In Europa, ich habe lange in Amerika gelebt. Vielleicht bin ich da ein bisschen beeinflusst von den Amerikanern und ich liebe Amerika. Hier wird oft schlecht angeschaut, wenn man innovativ ist und kreativ ist, dann muss man halt arm sterben. Und ich finde das ein völliger Schwachsinn. Also ich glaube, man kann auch kreativ sein und Firmen gründen und Geld verdienen, da hat überhaupt nichts Schlechtes dabei. Meine Nichte ist Computer-Whiz-Kid, die wurde vor 2 Jahren von Microsoft gekauft. Die hat 100 Developer, die sitzen in London und denken über die nächste Xbox nach. Völlig verrückte Ideen für New Future Gaming. Innovative Plätze, wo sie die Leute treffen, um darüber nachzudenken und die werden dann Multi-Billion-Dollar-Industrien entwickeln. Ich war vor 2 Jahren eingeladen bei Google. Die laden jedes Jahr 200 verrückte Leute ein zu den berühmten Science Food Camps. Und dort wird nachgedacht, wie man Boote schneller macht mit Haifischbeschichtungen, also Haifischhautbeschichtungen, wie man Autos produziert, die sie einklappen lassen, wie man Autos produziert, die keinen Fahrer mehr brauchen, wie man eventuell ausgestorbene Spezies wieder zurückbringt in die Welt, soll man das tun. Und wie man aus den kleinen Cola, wenn man Cola-Flasche oder eine Kanne aufmacht, dass man da Batterien macht, dass die Leute, 1 Milliarde Leute haben nicht mal Elektrizität, dass man Elektrizität macht, dass die Licht haben am Abend, dass die Kinder, die Mädels dann lesen können, dass sie in der Schule bleiben. Also diese Kreativität, die dann etwas schafft, dass dann Industrie entsteht, dass Millionen, hunderte Millionen von Leuten eventuell einmal aus Armut rauskommen, finde ich auch ganz wichtig. Also wir sollten das wirklich nicht vergessen und ich glaube, es ist eine gute Initiative, dass das Labor ist nicht nur Wissenschaft und
Kunst, sondern auch Wirtschaft. Und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Und da ist überhaupt nichts Unanständiges dabei, dass aus unserer Kreativität etwas entsteht, das jemandem helfen kann. Und das nicht so weit entfernt ist. Herr Bast, bitte. Als Rektor, der nicht nur sozusagen für das Erfinden neuer Ideen für die Institution zumindest mit anderen zum Teil zuständig ist, sondern auch für die wirtschaftliche Basis der Universität bringe ich dann natürlich solche Ohren, wenn du erzählst von Multimillionen Entwicklungen, die durch Innovation möglich sind, dann könnte man überlegen, da 1% zu verlangen von Innovationen, die da in Multimillionen Sektor hier entstehen. Aber jetzt im Ernst, ich glaube, dass sehr viel es um Atmosphäre und um Klima geht. Also diese Befruchtung zwischen Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft findet, glaube ich, sehr oft auf einer unbewussten Ebene statt. Es funktioniert nicht so, dass sich zwei Leute treffen und sagen, ich habe das jetzt gefunden und der andere sagt, ich habe das gefunden und der dritte sagt dann, aha, das wicke ich jetzt zusammen und dann mache ich ein wunderbares Ding daraus und verdiene zig Millionen Dollar. So geht es nicht, sondern das wirkt oft sehr subkutan, diese Befruchtung, so bis zum Teil auch in der Zeit wie um die Jahrhundertwende hier passiert ist, wo gescheite Leute, die etwas weiterbringen wollten, miteinander geredet haben und sich informell, geistig, kreativ aufgeschaukelt haben. Bitte. Ich wollte noch was ergänzen zu dem, was Professor Benninger gesagt hat. Innovation ist etwas voll behaftet mit Risiko. Ja, da kann man nie sicher sein, ob am Ende des Tages etwas Positives rauskommt oder nicht. Und der große Unterschied zwischen den USA und Europa wahrscheinlich ist, dass es in den USA ein Klima gibt, wo Scheitern erlaubt ist. In Europa ist, wenn man scheitert, wenn ein Unternehmen eingeht oder was auch immer, ist man stigmatisiert für sein ganzes Leben lang. In Amerika ist man fast ein Held, würde ich sagen, weil man es probiert hat. Weil man was getan hat, zumindest. Etwas Neues anzupacken und es einfach auszuprobieren. Mhm. Und ohne diesen Mut, etwas Neues auszuprobieren, können wir nicht kreativ sein oder innovativ sein. Anstatt beim Scheitern zu sagen, aha, ich lerne gerade oder ich habe zumindest was getan, ist bei uns als Fehler. Ja. Ich würde überhaupt gehen und sagen, ohne Scheitern keine Entwicklung. Man muss auch als Künstler für die Wissenschaft und für die Wirtschaft, kann ich da nicht sprechen, einfach aus Mangels an Erfahrung, man muss sich als Künstler diesen Luxus leisten können, ein Projekt anzugehen, von dem man nicht weiß, ob man es schaffen wird oder nicht. Und wenn man damit gescheitert ist, muss man wieder aufstehen, sich die Nase abputzen und weitergehen. Es kann Zeit brauchen, sowohl das Scheitern als auch das Aufstehen, als auch das Weitergehen. Und diese Zeit ist manchmal hart, aber man muss es wagen, denn wenn man dieses Risiko nicht eingeht und liefert, was man glaubt, dass Erfolg hat, bewegt man sich bereits weg von der Kunst hin zu Handwerk, und zwar ein Verkaufshandwerk. Und ich glaube, dass das Ende jeder Kreativität bedeuten würde. Und wenn wir jetzt bei Kreativität und Handwerk sind, ist es natürlich so, dass Unterstützungen an junge Künstler und auch an alte, je nachdem, wo sie gerade stehen, natürlich unglaublich wichtig sind, um deren Entwicklung zu erleichtern. Denn wenn man jeden Tag Überlebenssorgen hat, wird das natürlich einen gewissen Rückfluss auf die spielerische Wahrnehmung der Welt haben, logischerweise. Aber ich nehme an, das ist bei fast allen Menschen so. Insofern finde ich, da die Wissenschaft ist wahrscheinlich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, ist da die Wirtschaft stark gefragt, um überhaupt einen Boden der Kreativität schaffen zu können, von der wiederum die Wirtschaft stark profitieren kann, wenn dabei etwas rauskommt. Und wenn dabei nichts rauskommt, muss auch die Wirtschaft dieses Risiko auf sich nehmen, ebenso wie die Künstler selbst. Ich würde gerne jetzt zur abschließenden Runde kommen. Wenn man sagt, scheitern
muss drin sein, also wenn ich das Wort Scheitern hernehme, impliziert das ja, dass es auch ein Nicht-Scheitern geben würde. Da gehe ich mit einer anderen Haltung an etwas ran. Anstatt zu sagen, ich schaue mal und ich erlebe etwas, ich gebe den Prozess hin. Und egal was passiert, ich lerne auf jeden Fall was damit. Aber am Anfang so eines Vorhabens wie das angewandte Innovation Lab ist natürlich die Frage, wann würden Sie es als gelungen bezeichnen? Was müsste passieren? Ist es egal, was passiert, ist auf jeden Fall gelungen, weil es gibt, weil es belebt wird, oder haben Sie Bilder zu dem Gelingen dieses Vorhabens? Ich fange gleich an, weil ich werde jetzt ganz böse sein. Bitte. Ein Ding, das mir in Österreich massiv stört, ist, die Leute glauben und hoffen, dass sie in einem Hospiz leben. Und sie versuchen so schnell wie möglich ins Hospiz reinzukommen. Und wenn sie drinnen sind, regen sie sich auf, dass sie schlecht behandelt werden. Und ich liebe Viren. Also ich habe mit SARS-Viren gearbeitet. Also ich finde Viren ganz toll. Ganz schlimme Viren. Also was ich will, ist, dass heute und in der Zukunft alle Leute, die in diesen Platz reinkommen, mit einem Virus infiziert werden. Mit einem Virus, dass sie nicht in das österreichische Hospiz eintreten wollen, sondern dass sie daran glauben, dass man in diesem Land auch was schaffen kann, dass man kreativ sein kann, dass man miteinander reden kann, dass man andere Meinungen tolerieren kann und dass man gemeinsam wirklich dieses Virus in die Gesellschaft reinträgt und dass wir in ein paar Jahren die ganze österreichische Gesellschaft und besonders die Politiker angesteckt haben. Und sie können sie gar nicht mehr helfen, weil sie diese schlimme Virusentzündung im Hirn kriegen. Also dass wirklich die DNA verändert wird. Ich muss direkt darauf hinweisen, dass sie jetzt Hirne entwickeln können. Insofern denke ich, ist damit das Gröbste schon erledigt, was die Politik anbelangt. Das Gelingen steht im Raum. Gibt es so ein Bild dazu oder? Zuerst muss man sagen, ohne Experiment bewegt sich gar nichts. Insofern sind Initiativen nicht hoch genug zu schätzen und es ist ja auch in dem Sinn nicht ganz etwas, was wirklich ins Blaue gestellt wurde. Wir haben ja am MIT und an der Harvard gute Beispiele, wie mit dieser Art des Formats umgegangen wird. Ich habe eine enge Kooperation mit dem MIT, mit dem Center for Bits and Atoms, das ist ein Media Lab. Was dort, und das war, wie ich da zum ersten Mal jetzt gehört habe, wie das strukturiert wird, was mir aufgefallen ist, habe ich mir gedacht, und wenn es wirklich ins Praktische geht, wie geht man damit um? Das wird eine ganz kritische Frage sein. Der große Vorteil zum Beispiel am MIT ist, dass sie dort im Keller auf 2000 Quadratmeter so ziemlich alles an Geräten haben, um schnell hingehen zu können, vom 3D-Drucker bis zur Holzfräse, Elektronenmikroskop und die Leute passen auf. Zuerst habe ich gedacht, das kann nicht funktionieren, aber die suchen sich natürlich auch das Klientel aus. Wir müssen uns wahrscheinlich, wenn wir diese Phase des Schöpfens, der Innovation, auch in Richtung, was sehr berechtigt ist, dass man einfach immer dieses Sieb durchzieht, bleibt ein Fisch hängen, der sich verwerten lässt gleichsam. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Nur soll es nicht der Auftrag sein. Wenn ich nur mehr an die Verwertung denke, fällt mir wahrscheinlich nur mehr 30% des Möglichen ein. Das ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Aber ich glaube, wichtig wird sein, nochmals, egal welche Ideen und Strukturen und Konzepte wir da oder hier generiert werden, wie setze ich die zum Beispiel im Wiener Raum um? Auch ich sage jetzt was Kritisches, im Kantönli-Geist des Wiener Raums. Ja? Das ist halt nicht so, dass wenn er ein Gerät braucht, dass er da sofort hinmarschieren kann. Darum wird es entscheidend sein, wer sich hier gruppendynamisch in diesen Innovations- und Kreativitätsprozess einbindet. Für mich ist ein klassisches Beispiel, das möchte ich vielleicht nur sagen, zum Salon. Wir haben noch immer in Wien eine Form dieses Salons um 1900 herum. Und zwar sind das die Nachsitzungen der Akademie der Wissenschaft.
wo die Leute von der Phil Hist und der Magnat-Klasse zusammensitzen. Da wird nicht sehr anspruchsvoll gegessen, dann wird das eine oder andere Glas Mineralwasser getrunken, die Stimmung steigt. Und dann sitzt zum Beispiel der Numismatiker neben Biophysiker oder den Molekularbiologen, der Meteorforscher. Und diese Diskussionen, da habe ich mir immer gedacht, das muss das Salon gewesen sein, ob man nicht sowas hier grundsätzlich so beginnen sollte. Und da gibt es auch eine Phase des Ausschüttelns vorher, ich nenne es auch wienerisch das Blödeln. Um in diese Phase der Wechselwirkung zu kommen, muss man sich freimachen, aber von diesen Art Ritualen, die Angst, falsche Fragen zu stellen. Leute, die hier mitwirken wollen und die hier beitragen wollen, müssen dieses Aufeinanderzugehen so lernen, dass ich natürlich die Kompetenz meines eigenen Gebietes habe, aber die Sprache des anderen Gebietes so weit verstehe, wie wenn ich eine Muttersprache habe und in ein anderes Land komme und da die Kultur etwas mitkriege, muss ich zumindest Rate brechen. Das ist notwendig. Man wird sich wahrscheinlich ein paar Nukleationskeime dieser Art aussuchen und dann vielleicht Themen vorgeben. Das geschieht ja zum Beispiel an der Harvard. Ja genau, das einfach ja, bestimmte zum Beispiel Health Problems oder Connected Cities oder irgendwo Themen. Wichtig wird sein, Themen zu artikulieren und wichtig wird sein, für jedes Thema zunächst jemanden zu bekommen, der das wirklich einmal strukturiert und dann in diese lockere Phase geht. Die Ausstellungen schaffen einen schönen Rahmen, die geben einen starken Aspekt zur Kunst hin. Ich finde das wirklich toll, aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen Trial and Error auch dabei. Ja. Sonst sind die Räume ja offen für jeden, der ein solches Experiment so angehen möchte. Sie könnten zum Beispiel jederzeit, soweit ich es verstanden habe, hier in dieser Art und Weise ein Ausschütteln und ein erstes in Kontakt treten. Ich spüre schon das Aufsteigen des Fiebers, dieses Virus. Das Virus, ja. Die DNA beginnt sich zu verändern. Herr Ehrlich Adam und Herr Bastan. Ich würde sagen, aus der eigenen Praxis sprechend, dass es zwei Richtungen gibt. Es gibt die eine, und ich rede hier eher von Produktinnovationen, wo wir wissen, okay, am Ende des Tages soll das so und so ausschauen, das kann man, wie das halt in unserer Welt so üblich ist, einen Businessplan aufstellen und dann hoffen, dass es alles so aufgeht, was es oft nicht der Fall ist, aber das ist der eine Teil, der sehr konkret ist. Und dann gibt es andere innovative Produkte, wo wir uns auf eine Technologie draufsetzen, die vielleicht gar nicht aus unserer Branche kommt, sondern von auswärts, und einfach da versuchen, Anwendungen zu finden, die in unsere Branche passen. Und das machen wir auch ab und zu, da geht nicht alles auf. Und manche, wir haben jetzt ein Projekt, okay, das ist jetzt im Augenblick gestoppt, aber da weiß ich, okay, in 2-3 Jahren, wenn da die Technologie da ein bisschen weiter ist, werden wir da weiter daran machen. Und da habe ich aber heute noch kein kommerzielles Modell dahinter. Also man muss beides ausprobieren. Weil ein sowohl als auch. Ohne den einen kann man das andere nicht leisten, würde ich sagen. Ja, danke. Was meint der Hausherr zum Thema Gelingen? Ich bin ja ein bedingungsloser Optimist, schätze ich das auch nicht ganz so negativ ein wie du, tendenziell gesagt, dass das Österreich ein Hospiz ist. Die Möglichkeit, dass sowas stattfindet wie dieser Abend heute, dass eine Struktur eingerichtet wird und so viele Menschen zumindest am ersten Tag das als interessant finden, zeigt mir, dass der Optimismus gerechtfertigt ist. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob man jetzt mit Virusbeispielen gerade in diesen Zeiten kommen soll. Da kriegen die Leute leicht Angst. Ich hätte ein anderes Beispiel aus der Psychologie. Ja? Da wird ja sehr viel oft gemacht mit Selbsthilfegruppen. Ja? Vielleicht ist das hier eine Selbsthilfegruppe von bedingungslosen Optimisten, die etwas weiterbringen wollen in der Wirtschaft, in den Künsten und miteinander in den Wissenschaften. Und dann draufkommen, und das wäre dann das sozusagen Erfolgserlebnis, wenn man draufkommt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die diese Selbsthilfegruppe in Anspruch nehmen, weil sie glauben, alleine zu sein. Mit diesem unbedingten Willen der Innovationskraft, des Imaginationswillens.
Und ich glaube daran, dass es ganz, ganz viele Leute in diesem Land gibt, die das wollen, die das können und denen Strukturen dafür fehlen. Wir leben in Strukturen und da ist leider auch die akademische Welt eine solche Struktur, die primär gegliedert ist nach den Prinzipien der Fragmentierung. Wenn Sie sagen, die Akademie der Wissenschaften, dieses schöne Bild, wenn es denn so ist, wo ich nicht ganz sicher bin, wäre das eine Insel der Seligen. Im Großen und Ganzen ist es nicht so. Im Großen und Ganzen in der akademischen Welt, zum Teil auch in der Wirtschaft, herrscht das Prinzip der Fragmentierung, der Nischenbildung und nicht Kommunikationsverweigerung, sondern der Vorsicht gegenüber Kommunikation. Und das, glaube ich, kann nur durchbrochen werden, wenn man Strukturen anbietet, so wie diese Strukturen. Ich glaube auch an die Kraft von Strukturen, die etwas möglich machen. Kondensationskern für Optimisten. Frau Rabinowitsch noch und Herr Benninger, und dann gehen wir leider oder Gott sei Dank oder wie auch immer schon weiter zum Team Tooltime als nächste Station, bitte. Ich fasse mich sehr kurz. Ich heiße hier alle zur Gruppe der anonymen Kreativen willkommen. Ich hoffe, das haut hin. Es hat großes Potenzial. Die anderen Organisationen dieser Art sind hier auf der ganzen Welt mittlerweile gut vernetzt und verbreitet. Dankeschön. Dankeschön. Herr Penninger? Ja, nur ganz kurz. Ich wollte natürlich ein bisschen provokativ sein, nona. Ach. Aber genau das soll der Platz sein. Ein bisschen zu provozieren, die Leute aus ihrer Komfortzone rauszubringen, wo immer die herkommen, ein bisschen reinsticheln, damit was zurückkommt. Und ich glaube, das soll der Platz sein. Ich wünsche mir, dass das kein Rothaari-Platz wird, wo sie alle treffen, die man eh schon kennt, sondern ein Platz, wo sie wirklich die wilden, jungen, kreativen, wo immer sie herkommen, treffen. Und ich sehe noch kaum Wissenschaftler hier, also es sind viele Künstler, junge Künstler hier. Und wenn unsere Wissenschaftler mal kommen, ich glaube, ihr werdet wundern, wie wunderbar die sind und wie kreativ die sind und dass die völlig neue, verrückte Ideen in diese Welt bringen. Also ich hoffe, dass sie die Jungen hier treffen und völlig verrückte neue Ideen kreieren. Danke für diesen Talk, der mal ausgemessen versucht hat, was es hier braucht für die Innovation, nämlich Neugier, eine Struktur für Neugier und ein Kondensationskern für hoffnungslose Optimisten. Danke an die Runde, danke an Sie, dass Sie hier waren und zugehört haben, auch die draußen. Es geht nun weiter mit einem weiteren Experiment im Raum Wiesinger Gasse. Das Team Tooltime, Paul Diewerk und Wolfgang Schlögl vermessen dort den Raum mit einer eigens für das Angewandte Innovation Lab entwickelten Struktur. Um 21 Uhr geht es dort weiter, man darf neugierig sein. Bis gleich. Dankeschön.